So, es geht weiter und herzlich willkommen mit einem weiteren Part, Croc. Yes. Wir haben diese Plattformschalter aktiviert, damit diese Plattformen erscheinen, damit wir uns diesen Schlüssel hier holen können. Klar hätten wir es versuchen können, den anders zu holen, aber dabei wären wir draufgegangen und hätten den Schlüssel dennoch nicht gehabt. Also mussten wir das tun. So, jetzt müssen wir zurück. Jetzt können wir nämlich auch den Käfig öffnen und den Schalter aktivieren. Oder? Ja, genau. Das heißt wahrscheinlich, da hinten sind Plattformen und hier vorne. Und dann hat sich das Ganze erübrigt und wir müssen nicht großartig nach dem Schlüssel suchen, um hier weiterzukommen. Ah, ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe echt gerade gedacht, dass wir getroffen werden. Habe ich das wie jetzt? Habe ich das vergessen? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Och nö, ne? Habe ich das echt vergessen? Oder waren da nur normale drin? Also wenn man dann stirbt, dass man... Okay. Die kommen dann also immer wieder. Na toll, jetzt habe ich Angst, da hochzuspringen. Aber ich versuch's einfach mal. Wünsch mir Glück. Nein, nein, nein. Fall bloß nicht runter, Croc. Lass es sein. Du bist auf unserer Seite. Okay, wir haben bisher nur zwei Stück. Das heißt, das Level wird wahrscheinlich noch ein wenig größer sein, als es bisher aussah. Oh, wir kommen sogar in eine Höhle. Oder in einen Tunnel. Eher gesagt eine Höhle, ne? Oh, da wird es ziemlich frostig auf diesen Platten. Ich sollte mich beeilen. Ja, komm. Ha, hat doch ganz gut hingehauen. Wahrscheinlich sind da hinten noch mehr solcher Platten. Mal kurz umschauen. Okay, sieht nicht danach aus, als ob hier was ist. Bewegen sich die Dinger? Nee, bewegen nicht. Ich habe Angst vor dem, deswegen kill ich den nochmal. Weil das hat sich so angehört, als ob der ziemlich nah hinter uns ist. Oh, 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 meine Lieblingsplattform. Ah, Mann. Die haben es aber auch mit diesen Plattformen. Ich kann mir vorstellen, das letzte Level ist nur mit diesen Plattformen. So, gut. Na, ist ein... Ja, ist ein Gobo drin. Wir haben die Hälfte. Schon mal gut. Okay. Ah, da sind wieder unsere Ratten. Aber wie kommen wir da hoch? Wahrscheinlich ist da hinten eine Kiste oder so zum Schieben. Also hier scheint nichts zu sein. Okay, gut. Dann gehen wir erstmal gucken. Ich kann diese Ratten auch nicht so ganz leiden. Da die ein bisschen blöd zu treffen sind. Man denkt, man kann den Schwanz treffen, aber man kann, glaube ich, nur den Körper treffen. Oh, die Mucke hat aufgehört. Wie kommen wir denn da hoch? Jetzt sagt nicht, ich hätte auf den Gegner springen müssen. Wenn ja, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ah, nee, da hinten ist ein Schalter. Ah, warum war die Mucke... Nein, nein, nein. Oh, 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 wir haben es überlebt. Warum war die Mucke gerade so komisch weg? Naja, weiß der Geier. Programmierfehler oder an der ROM oder was weiß ich. Wir holen uns aber erstmal hier die Kiste. Ah, noch ein Gobo. Okay, nur noch zwei Stück. Kann das Level ja nicht mehr allzu lange sein. Oder allzu groß. Ah, toll, wir müssen tatsächlich... Ah, ich habe gehofft, dass wenigstens da neue Plattformen erscheinen. Aber nein, wir müssen ja hier den Lieblingspfad gehen. Weil wir den ja so lieben. Komm her, Ratte. Ja, halt dich doch fest. Oh, ich hasse es. Er muss... Genau, entweder so stehen oder, ja, er kann nicht zu sehr am Rand stehen. Also an der Seite vom Rande, so. Oh, noch ein Edelstein, ein bunter fehlt uns. Ich sag ja nicht mehr farbige Edelsteine. Wow, gut. Ja. Gut, haben wir es gemeistert. Bin ich zufrieden. Ihr auch. Ich hoffe. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Ah, der letzte. Gut. Das heißt, der Gobo müsste mit in diesem Raum sein und dann in dem Bonusraum müsste der letzte sein. Och nö, ne? Oh, der geht auf Zeit. Denke ich mir mal. Schnell. Oh, nee. Wir haben es verbockt. Lass mich raten. Jetzt müssen wir wieder drauf drücken.
Tatsache. War ja so klar. Weil der nicht verschwunden ist. Deswegen. Oh nö, ne? Ich habe jetzt gedacht, der verpisst sich, der Schalter. Deswegen bin ich gerade so hektisch gesprungen. Ah, da ist der vorletzte. Und da ist auch schon das Bonus-Ding. Ihr wisst Bescheid, ich mache ein Save. Ja. Dann gucken wir mal. Okay. Ich will nicht wissen, was der gekonnt hat oder konnte. War es das schon? Wollt ihr mich veralbern? Der kann bestimmt irgendeine geile Technik, oder? Ich will es irgendwie nicht herausfinden. Deswegen bin ich froh, dass wir direkt den Gobo haben und dass wir einfach abhauen können. Ich habe hier auch nichts vergessen. Ehrlich? War es das? Habe ich deswegen safe gesetzt? Das kann nicht. Ja, hier scheint nichts oben irgendwie zu sein. Ja gut, wieso nicht? Warum sollte nicht ein Bonusraum auch mal ganz einfach sein, ne? Ganz easy, simpel. Ich habe diesen Braten irgendwie nicht getraut, aber wie es aussieht, 2 bis 5. Yes. Ah, okay. Das ist schon gut, wenn wir immer nach hinten gucken, weil... Ihr seht es ja, hier sind Fragezeichenkisten und die würden wir dann verschlampen. Okay, diese Plattformen gefallen mir schon ein bisschen eher. Lass mich raten, ein Gobo ist da unten. Nee? Aber wie komme ich jetzt... Ach du Scheiße. Ja, diese Perspektive war gerade eigentlich ganz nice, aber... Wow. Komm schon. Ja, ich wusste es, dass es... bunter ist. Oh nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Nicht runterfallen, Croc. Nicht runterfallen. Oh. Ich finde die Steuerung so genial, aber irgendwie passt die auch zum Spiel. Och nö, ne? Jetzt sag nicht, dann kann ich dabei einen verfehlen. Ja, ich mach mal ein Save. Wer weiß das schon? Hä? Oh, ich habe gedacht, hier rutscht man so runter. Okay, Mr. Horror Jumper, das war ziemlich fail. Andere haben jetzt gerade bestimmt, wenn die diesen Part sehen würden, ein Fragezeichen über den Kopf. Das kann ich auch ganz gut nachvollziehen. Ihr habt ja selber gesehen, dass es doch nicht so war, wie ich es vermutet habe. Okay, was haben wir denn hier? Können wir von hier aus irgendwo hochspringen? Nein, können wir nicht. Ist das hier Eis? Ja, ne? Sonst, ja... Ich kann mir nämlich vorstellen, dass die Entwickler sogar so assi wären, dass sie an gewissen Stellen extra noch so Wasser hinmachen, wo man rein kann, aber man sieht das nicht, also man kommt da nicht direkt drauf. Oh, diese Plattformen, die fallen nach unten, da sind Pfeile drauf, aber nicht mit Mr. Horror Jumper, ich habe das gesehen. Boah. Weg da, die Truhe gehört uns, oder die Kiste, eher gesagt die Kiste, Truhe kann man ja so... öffnen und schließen. Und die Kiste kann man nur öffnen. Sonst gibt es hier nichts. Nee, scheinbar nicht. Nope, nix. Gut, dann geht's weiter. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ich habe so ein Gefühl, weil da hinten war, glaube ich, ein Schalter, dass wir den schnell aktivieren sollten. Oder was heißt schnell? Ich weiß ja nicht, ob das auf Zeit gehen wird. Aber es ist schon ein bisschen assi, oder? Ja gut. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, nochmal in diesen Raum zu gehen. Ich bin gespannt. Gut. Ja, was gibt es hier? Ich höre irgendjemanden laufen. Das hört sich nicht so gut an. Croc gibt alles. Ah. Ja. Doch nicht alles. Jetzt halte ich fest, ja, korrekt. Ah, du kannst dich ja doch da festhalten. Nein, ja, der wollte schon ausholen mit einem Schneeball. Habt ihr das gesehen? Schnell kommen, bevor der wiederkommt. Oh, noch ein Gobo. Gut, wir haben die Hälfte. Das ist die halbe Miete.
direkt wieder zerstört, bevor er ins Leben zurückkam. Oder zurück respawned wurde. Hört ihr das? Diese Schritte von Croc? Da achte ich jetzt erst gerade drauf. Ah Mann, nein, die ganzen Edelsteine, die wir gesammelt hatten, du Penner. Was war das denn für ein Spiel mit der Kamera? Naja, wir haben den Schlüssel, wir mussten sowieso runter. Also sollten wir uns jetzt nicht den Kopf daran zerbrechen. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt auch so bleibt oder ob die Plattformen verschwinden, deswegen versuche ich mich zu beeilen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die letzte Plattform eine Assi-Plattform wäre, wo Pfeile drauf sind, aber ich glaube nicht. Gut, wir haben alles gesammelt, weil ich den Braten immer noch nicht trau. Obwohl, ja kommt, wir nehmen den Weg zurück. Ja, wir haben schon 4 Stück, gut. Und 3 Edelsteine, bunte. Ja. Das heißt, wir können jetzt nur noch in eine Richtung. Ja, komm, schieb doch. Schieben, habe ich gesagt. Nee, 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 so schwer vom Kapisch. Ja, halt dich da nicht fest. Halt dich da nicht fest. Geht doch. Oh nee, bevor die Kameraperspektive wieder so schwul wird. Sorry, war jetzt nicht so in dem Sinne gemeint. Sollen keine gewissen Leute angesprochen werden. Oh Mann. Okay. Na? Nee. Ist da noch ein bunter? Nee, aber da hinten. Das ist dann... Ja, das ist dann auch der letzte. Okay. Ach du... Krass. Schnell. Nein, wir haben es verbockt. Komm schon, die Plattform muss wiederkommen. Aber dann muss ich ganz schnell darüber. Jetzt aber. Schnell. Nein, nein, nein. Tu es nicht. Nein. Oh, ein Schmetterling. Was gibt der uns jetzt? Nix, kannst du nicht fressen. Stimmt, du heißt ja nicht Spyro. Oh, wir haben den. Ah, okay. Immerhin. Das haben die wenigstens noch mit Freundlichkeit. Oh nein. Nein. Ah, ich dachte, wir würden jetzt wieder dabei drauf gehen. Nein, meine Lieblingsplattform. Ah, ja. Geht doch. Nur noch ein Gobo. Oh nö, ne? Ich mach wieder ein Safe. Vielleicht ist es ja wieder ein einfacher Raum. Ja, es sieht danach aus. Wahrscheinlich kriegen wir ein Leben. Ich bin mir... Nee, kriegen wir doch nicht. Jetzt frage ich mich aber, wo... Wow. Darf man da reinfallen? Nee, darf man nicht. Gut. Gut, dass wir da nicht reingefallen sind. Nein, nein. Ah, Mann. Okay, hier ist auch nichts. Ich hätte nämlich vermutet, dass der Gobo vielleicht in einem dieser Dinger drin ist. Deswegen springe ich jetzt auch einfach mal überall rein. Okay, hier auch nicht. Der muss ja wahrscheinlich dann da drin sein. Das war eigentlich ganz easy. Wobei, wir sind halt getroffen worden, aber naja. Level complete. Yes. Jetzt kommt, glaube ich, die Boss-Stage, oder? Kam jetzt die Boss-Stage? Nee, kam noch nicht. Oh, ich muss sagen, jede Welt hat eigentlich relativ viele Level. Ich glaube auch dieselbe Anzahl immer. Wenn mich das jetzt nicht irrt. Okay. Tja, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Ob wir da runter gehen, ob wir durch die Tür gehen. Ich glaube, wir sollten erstmal hier runter. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich habe so ein Gefühl, dass wir später hier nicht mehr drankommen werden. Deswegen springe ich jetzt bis zum letzten. Ich hatte recht, da ist ein Gobo drin. Denn wir wären da so nicht mehr dran gekommen. Ha! Ja, Croc könnt ihr nicht austricksen. Ja, ich wollte jetzt gerade schon springen.
und stampfen. Aber ich hab's doch gerade noch realisiert. Na komm her. Ich finde bisher... Oh, gefällt mir das LP sehr gut. Mal wieder ein sehr gutes Jump'n'Run LP nach langer Zeit. Weil Chameleon Twist war ja einerseits irgendwo cool, aber auch irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Es ging. Es waren nicht allzu viele Level und so weiter. Oh, hier kann man ja doch rutschen, aber nur an den Stellen. Toll. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welchen Weg wir gehen sollten. Ich habe so ein Gefühl, ja, die ist abgeschlossen. Wahrscheinlich müssen wir nochmal zurück. Oh, da ist ja noch ein Gobo. Mein Schlüssel haben wir nicht, also müssen wir so oder so zurück. Naja, wir wissen jetzt wenigstens, wofür der Schlüssel ist. Yes, wir haben keinen. Schön, dann gucken wir mal. Nein, oh Gott. Das, ah, du Penner. Jetzt hat er uns doch noch erwischt. Alter, wie weit kann er schießen? Denken auch einen auf Kamehameha. Oder auf Ki. Oh yes. Och nö, ne? Ah, toll. Da ist der Schlüssel, wir müssen jetzt zurück. Ist klar. Jetzt frage ich mich aber allerdings, ob es nicht hier auch so eine Stelle gibt, wo wir da runter können. Ich hoffe nicht. Also es sieht nicht danach aus. Ja, die Zeit drängt auch ein bisschen. Ah, toll. Wir haben ihn getroffen, aber er uns auch. Ich wette mit euch, wenn ich jetzt nochmal zurück will, dann werden wir wieder getroffen. Da unten ist eine Plattform. Ich wusste es. Habe ich es euch nicht gesagt? Da unten ist eine Plattform. Alter. Immer an so Stellen. Toll, wie soll ich denn da jetzt bitte schön drankommen? Oh Gott. Leute, dann mache ich glaube ich ein Save, oder? Ich weiß nicht. Komm. Nein, wie knapp. Ja, den Schlüssel haben wir wenigstens. Gott sei Dank. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich so schaffen, da drauf zu kommen. Ich versuche es jetzt mal von hier, aber ich kann es nicht versprechen. Ja, ihr habt gesehen, das Eis kann uns auch zum Tode führen. Das rutschige Eis. Alter Schwede, wie komme ich da jetzt bitteschön rüber? Ich sehe doch gar nichts. Okay, ich versuche es jetzt einfach mal so. Komm, bitte. Bitte, hab Skill. Nein. Ey, das ist doch kacke mit der Kamera. Warum kann ich die nicht so positionieren, dass ich da wenigstens was sehe? Ich muss den Part eh gleich beenden. Aber ich will das jetzt unbedingt noch schaffen, da hinzukommen. Dann werde ich den Part auch beenden. Jetzt aber, komm, bitte. Nein. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich beende den Part einfach. Sonst wird das zu lange. Naja, haut rein, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein, wenn es heißt Jump'n'Run Time mit Mr. Hourjumper. Auf Wiedersehen!